Hallo und hier sind wir wieder. Wir starten mal wieder das Abenteuer in die We ins Level 1, Akt 4 oder Kapitel 4. Level neu starten, neu starten. Ich hatte gerade vergessen auf Aufnahme zu drücken, deswegen habe ich sofort beendet, ne? Ist ja logisch. Und wir fangen auch direkt an. Wir haben jetzt hier schon wieder Wiesen bekommen. Tolle Wiesen, da können wir jetzt mehr pflanzen. Natürlich kommen die Zombies auch weiter. Und ich probiere mir hier gerade Ohrenstöpsel ins Ohr zu drücken. Kann ich auch was vom Ton mitbekommen? Ach, kann ich doch machen. Beeinflusst doch niemanden. Weil die Hypercam nimmt ja den Ton auf. Das finde ich voll super. Also kann man auch direkt Hypercam nehmen anstatt Fraps. Weil Fraps ist Geld, 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 Geld. Und Geld ist teuer. Weil man bezahlt ja schon ganz schön viel für so einen 50 Cent. Ne? Da muss man schon mal 50 Cent für hinlegen. Und ich habe mir diese Version gekauft. Ich bin kein Schummler, der sich hier ganz zufällig die gecrackte Version hat und deswegen auch noch die gecrackte Stoip auf seinem PC befindet. Nö, so einer bin ich nicht. Ja. Okay. Man sieht, also ihr seht, es geht schon ganz schön schnell. Ich pflanze jetzt noch zwei Stück von den Sonnenblumen und dann haben wir auch wirklich schon mal schon genug Sonnenblumen. Jetzt brauche ich aber schnell noch ein paar Sonnen und schnell noch ein bisschen mehr Energie, damit wir den Dattel da auch platt bekommen. Also wir haben auf jeden Fall schon mal genug Sonnen zusammen. Und jetzt fangen wir langsam an, eine zweite Reihe aufzustellen. Ich glaube, ihr seht, dass wir genug Sonnen haben. Ich schätze mal, wir werden jetzt nie unter 200 geraten. Also wenn ich das nächste aufstelle, haben wir schon wieder die 200 voll. So, wie schon gesagt. Und jetzt haben wir wieder 200. Geht ja echt fix. Ich habe die jetzt dahin gesetzt, weil wir dann in der Gerade sind. So, 225, 250, 275, 300 schon. Ich freue mich dann schon auf die letzte Welle, dann bomben wir hier mal alles weg. Und wieder die 300 voll. 350. Und schon wieder 300. Also, das reicht auf jeden Fall, wenn man eine Reihe Sonnen hat. Jetzt haben wir schon die 400. So und so, und jetzt bomben wir da mal alles weg. Ich hoffe, ihr hört die Soundeffekte, weil es gerade ein bisschen am Ton lackt. Und jetzt haben wir eine Schaufel bekommen. Schaufel, das Quest sollten wir eigentlich noch schaffen. Mit dem Quest, was danach kommt, was ich nicht verraten werde. So. Hallo Nachbar, ich bin Dippy Dava. Aber nimm mich ruhig, Dippy Dava. Jo. Hör mal, ich habe eine Überraschung für dich. Und erst musst du deinen Rasen aufrollen. Benutze die Schaufel und grab die Pflanzen da aus. Möge das Buddeln beginnen. So, also wir nehmen uns jetzt die Schaufel, machen die weg. Ist sehr nützlich im Spiel. So, Dille, jetzt kommt die Überraschung. Weiter mit Klick. Wir gehen bowlen. Weiter mit Klick. Hier, nimm diese Walnuss. Weiter mit Klick. Warum ich dir eine Walnuss gebe? Weiter mit Klick.
weil ich deppert bin. Weiter mit Klick. Und jetzt los. Bauen wie der Teufel. Weiter Klick. So, und jetzt haben wir auch schon das erste Quest. Wir gehen bowlen. Ja, also man setzt sie einfach an und dann schaufelt man die da weg. Macht eigentlich sehr viel Spaß nur. Nimmt halt Zeit in Anspruch. Weil man weiß, dass man schafft es und ich finde, da lohnt sich so ein Aufwand nicht. Weil so schwer ist das nicht, die Nüsse kommen in richtigen Abständen und ja. Ein kleiner Tipp, zuerst immer die mit Hüten abknallen. Oder abrollen oder wegrollen. Um. Was jetzt richtig machen? Kommt die dagegen? Nee, kam nicht. Oh nein! So, jetzt hat man gesehen, da unten kam die auch schon weg. Man sieht, wir haben eigentlich genug viele Nüsse. Roten sind Sprengnüsse, also die sprengen so ein ganzes Feld mit, wie die Tomaten, wie die Kirschen, die wir kennengelernt haben. Ich muss mich jetzt immer ein bisschen beeilen. Nein, ich benutze dich nicht. Nein, ich benutze dich nicht. So. Da wird auch direkt weggekickt. Boom. So. Wir haben noch 3 Stück. Also, ich finde das eigentlich eine super Zeit. Und jetzt können wir die auch mal einsetzen. Jetzt ist ein ganzes Feld weggebombt worden. Aber für die letzte Welle wollte ich mir die eigentlich aufheben. Wir haben eine neue Pflanze bekommen. Kartoffelmine explodiert bei Kontakt. Das Scharfmachen dauert jedoch etwas. Und bis zum nächsten Teil.